So, und damit begrüße ich zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar zu South Park, der Stab der Wahrheit, oder wie es hier heißt, The Stick of Truth. Ich muss noch kurz gucken hier, ob das mit dem Sound, ich möchte den ein bisschen runterdrehen hier, die Hauptlautstärke und die Musik werde ich ein bisschen runterdrehen. Stimmen sind jetzt nicht ganz so wichtig, weil es gibt zwar deutschen Untertitel, aber die Soundausgabe ist noch aktuell in Englisch, von daher, jetzt ist wieder mal Lesen angesagt, ohne Ende. So, das werde ich jetzt erstmal so anwenden. Wer South Park kennt, das ist jetzt nicht die High-End-Grafik, aber das ist auch gar nicht der Sinn des Spiels. Aber ich werde jetzt, ich habe es selbstverständlich schon mal kurz angespielt, wegen Steuerung und alles. Und jetzt einfach mal neues Spiel. Geht da, achso, automatische Speicher, ja, ich will. So, Timmy kann ich von einer Schnellreiseflagge zur anderen bereits. Aha, ja. Robert T. Puna presents. Deep in the lands of Zara, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Also, der kurzen Verständnis halber, es geht vom Prinzip darum, dass die Menschheit gegen die Elfen gekämpft hat und dabei den Stab der Wahrheit verteidigt haben. Denn wer den Stab der Wahrheit hat, der beherrscht das Universum. So, was haben wir denn hier alles Schickes? Hautfarbe. Brauchen wir Hautfarbe? Spray Way des... Was? Spray Tinten? Was auch immer. Ach, wir nehmen einfach die Hautfarbe. Wir nehmen uns ein bisschen Farbe. So, oh, hier haben wir einen schicken Afro. Nehmen wir einen Afro? Nee. Imo? Nee, garantiert nicht. Dave Walker wollen wir auch nicht. Ach, hier nehmen wir den hier. Sieht ein bisschen aus wie Butters. Ja, ein bisschen struppige Haare, das reicht vollkommen zu. Die Farbe, ist ja egal, wir werden ja sowieso irgendwann mal einen Helm tragen oder sowas. So, was nehmen wir für Kleidung? Todbringer, nein. Oh mein Gott, was es nicht alles für hässliche Kleidung gibt, das ist ja Wahnsinn. Natürlich, wir werden als der Anzug bekannt. Nee. Ach, hier stinkt normale Kleidung, wie die anderen South Park-Leute auch anhaben, oder? So, jetzt können wir uns noch entscheiden, was wir hier reinsetzen. Pickel, dann diese komischen Tränensäcke. Oh Gott. Nee, Kinn muss nicht sein. Blaues Auge, nee. Doppelkinn. Können wir ihn auf Cartman machen? Dreck im Gesicht, nee, danke. Och, errötet. Eine Narbe übers Auge, genau. Auch nicht schlecht. Oder so eine Narbe. Tränen, nee. Da bleibe ich doch lieber bei Nothing. Brille brauche ich nicht. Ich sehe so schon umwerfend aus. So, goldene Dinge können benutzt oder geöffnet werden. Achso, ich spiele mit Maus und Tastatur.
I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ach, der Letter. So, wir haben jetzt also eine neue Quest erhalten und benutze WASD, um dich durch den Raum zu bewegen. So, Toys, was haben wir denn da drin, Schildkiss? Das ist unsere Spielzeugtruhe, unser Lager, okay. So, goldene Gegenstände können wir öffnen. So, das heißt... Ach, da, Schleichwerbung, UPS. Ups, ihre Bestellung ist angekommen. Ja, das war aber nicht Absicht. So, können wir schon irgendwas umwerfen? Nee. Wir können das Moment das hier nur benutzen, okay. Geh mal raus. Oh, das Badezimmer. Böser Mülleimer. Böse. So, Geld. Nehmen wir mit. Und der Spieler lustige Flaschen trinken? Nee. Doch, wir nehmen das Rohr mal kurz mit. So, erstmal auf Klo gehen. Ha, erstmal nachgucken noch, genau. Ach, wir können es sogar mit dem Klumpen Scheiße, jawohl. Ach, erstmal duschen nach dem Kacken. So. Reicht. Und jetzt verzupfen wir uns einfach und lassen die Dusche an. So, waren wir hier schon drinnen? Ach, das ist unser Zimmer, gut. Hier waren wir noch nicht drinnen. Verdammt abgeschlossen. So, in den Keller kommt man noch nicht rein, oder? Nee. Dann gehen wir mal ins Bad. Die haben da, ins Bad, in die Küche. Die haben uns auf den Tresen Geld hingelegt. Oh, dann nehmen wir alles mit. Gabel können wir verkaufen. So, $2 haben sie uns hingelegt. Das ist ja Wahnsinn. Go on outside, sweetie. Nö, geh nach draußen. Ich bin nicht nach draußen. Ich bin schon drin. Come on, son. Get out there. Make friends. Oh, Mann. Jetzt wollen sie alle uns nach draußen schmeißen. Perücke mit Zöpfen. So, da kommen wir nicht ran. Quest auf, dann drücke J, um dein Questbuch zu gucken. Um in dein Questbuch zu gucken. Tun wir es doch mal. So, der Neue in der Stadt. So. Von Vater. Okay. Noch mehr Ups-Schleichwerbung hier. Eine Surferperücke. So, noch können wir hier nichts machen weiter. Warhammer, Drow Elf! Banish thee to the forest! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid! I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends! Oh, na toll. Yeah, Butters ist jetzt unser Freund. Hey, ihr alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Ach, hey, super. Where are you from? Where'd you live before moving here? Na gut, folgen wir Butters, aber wir können uns erstmal noch nicht... Och, abgeschlossen. Why are you wearing your hat? All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom.
Aha. Cartman ist also der King hier. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. So, erstmal als Clown. Natürlich ein Huhn mit. Was? Wie viel? Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Und das im Vorgarten, ein bisschen Wintergarten. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ach ja, der liebe Kenny spielt die Frau. Warum, weiß keiner. So, haben wir eigentlich irgendwas, was wir uns hier haben? Pool of Visionen, aha. Gibt es hier oben irgendwas, was wir uns angucken können? Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Na, natürlich. So, dann sprechen wir mit dem Dicken hier. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Was, ich soll dem nur Namen sagen? Ach, ich mach die Kurzform. So. You entered douchebag, is that correct? Hast du Saftsack eingegeben, ist das richtig? Nein. Are you sure you want to keep the name douchebag? Nein. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief or Jew. So, Krieger, was macht denn ein Krieger? A mage is like a wizard, only not as cool. Also ein Zauberer ist nicht so cool wie ein Wizard, okay. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. So ein Kämpfer hat Mut und die Fähigkeit, Leuten in den Arsch zu treten, okay. You look sneaky enough to be a thief. Du siehst nicht verstohlen aus wie ein Dieb. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Jude, wir werden nie richtige Freunde. Gut, ob wir jetzt mit Cartman befreundet sind oder nicht. Wobei, mich würde das schon reizen, Jude zu spielen. Ja, ich mach das einfach mal. Ich spiele Jude. Ja. Welcome to the KKK Douchebag the Jew, who probably can also handle our finances. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Ja, Mann, das ist immer geile Klamotten, ey. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Was? Nein! Ich will garantiert dem Tisch geben. So, Waffen. Gib mir einen Judenstab. Ah, a lovely purchase. So, Inventory. Ja, yeah, alten Gehstock, wahrscheinlich von Opa geklaut. Eine heilige Robe. So, heilige Ringe. 5% Schaden, wenn blutend. Du erleidest 10% Schaden, 10% weniger Schaden, wenn du blutest. Du erhältst 1 MP, wenn du Schaden erleidest. So, Perücke mit Zöpfen, Surfer-Perücke. Macht das jetzt hier irgendwas, wenn wir es jetzt hier... Ach so, ist das denn jetzt? Okay. Alter Schwamm, Baseballkarten, also das ist Trash, was wir eigentlich schon eingesammelt haben, alles, okay. Gesundheitspäckel und ein Klumpen Scheiße, okay. Ah, you have procured a weapon, Ness. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Okay, wir sollen Clyde ordentlich in den Arsch treten. I'm gonna kick your ass. Nein. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay, douchebag. Gefährlicher Jude sind wir. So, klicke mit der linken Maustaste um eine Aktion. Auktion, sag ich schon. Aktion. Wenn die Waffe blinkt, mit der linken Maustaste nochmal drücken, um einen stärkeren Angriff zu machen. Come on, fight!